Hallo und herzlich willkommen zur monatlichen Let's Show Wensland. Mit dem Oktober. Mit dem Oktober. Im Oktober? Nee, vom Oktober mit Enrico. Halli, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Genau. Genau. Es gibt einige Neuerungen, die du mir zeigen möchtest. Genau, es hat sich einiges getan in Hohenstein. Ich war natürlich im Oktober trotz Ausfall meines Let's Plays nicht inaktiv in Hohenstein, wie man vielleicht schon auf dem ersten und zweiten Blick sieht. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir fangen an. Los Sehr gut. Geht's. Ja, als erstes habe ich hier eine Dorfschule gebaut. Die war ja ursprünglich weiter außerhalb des Dorfes geplant. Wir können ja mal kurz hier hochlaufen, damit die Leute das am besten sehen. So, am Ende der Straße. Genau, am Ende der Straße. Da war ursprünglich die Dorfschule von Hohenstein geplant. Aber wie das immer so ist, es kommt immer anders als gedacht. Und ich habe mir überlegt, da hinten jetzt nicht so viel an Dorfbewohner oder so sind, baue ich die ganze Schule hier inmitten der Ortschaft. Und ja, genau, hier ist erstmal ein kleiner Schulplatz. Wie man sieht, haben die Schüler hier auch schon einen Baum des Friedens gepflanzt. Am 10.10.2016. Mhm. Und ja, genau, man hört schon, es ist trotzdem einiges los hier in der Schule. Es ist ja gerade Nachmittag. Hier kommt man dann erstmal rein, hat hier erstmal eine kleine Sitzecke. Und auf der linken Seite dann einmal die Toiletten, Jungen und Mädchen. Können wir ja mal kurz in die Jungen-Toilette reinschauen. Die sind beide gleich eingerichtet, identisch gleich. Und der spannt hier. Ja, genau, der will hier. Hier, rein mit dir. Genau, und hier geht es dann zu den Klassenräumen. Wenn die Tür zu ist, dann heißt das, dass gerade Unterricht ist. Aber wir können ja mal leise uns hochschleichen. Gucken wir mal. Scheint gerade, also auf der ersten Etage ist anscheinend gerade kein Unterricht. Auf jeden Fall sind das dann hier so die Klassenräume. Was wird hier alles unterrichtet? Genau, also natürlich Deutsch, also Schreiben, Lesen, Rechnen, Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Geschichte, ne? Genau, obwohl Naturwissenschaften jetzt mehr so in Richtung Biologie geht, also nicht jetzt hier so in Experimenten, weil... Ja, ist ja auch, so auch eine Naturwissenschaft, Biologie. Genau. Ja, hier oben wird gerade unterrichtet. Genau, hier oben ist gerade Unterricht, deswegen sind wir mal ein bisschen ruhiger. Das ist so die Dorfschule. Wir können ja mal, wenn du möchtest, noch kurz auf den Dachboden gehen, obwohl der jetzt eigentlich eher weniger interessant ist. Ja, aber, können wir machen. Zack. Dann können die Leute sich auch das kurz noch anschauen. Hier sind zwei Lagerräume, hier werden dann Schulutensilien gelagert. Wie man mit einer Werkbank umgeht zum Bleistift. Zum Bleistift, genau, neue Tische, falls mal welche kaputt gehen. Einige werden das sicherlich kennen, Tische, die neu gekauften Tische oft wieder schnell kaputt sind. Und ja, genau, hier oben ist dann der Turm, hier hat man dann eine kleine Aussicht über Hohenstein. Da fehlt eine Fackel, oder? Ja, wir sollten vielleicht mal eine hinsetzen, ja, gut. Oder sogar zwei, jetzt noch heller, schön. Genau, jetzt kann man hier schön einen schönen Umblick hier um Hohenstein machen und sieht eventuell vielleicht auch schon die ein oder andere Neuerung. Mhm. Jetzt hätten wir uns beinahe festgebackt. Geh ich mal als Erster. Geh du am besten mal als Erster und ich komme dann hinterher. Und ja, genau, das ist soweit der Speicher. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach unten. Wollen hier ja jetzt nicht weiter den Unterricht stören. Und ja, hier hinten geht es dann auf eine kleine Seitenstraße raus. Genauer gesagt die Lichtengasse. Eine schöne Gasse. Ja, genau. Sehr dunkel vor allem.
Ich hätte sie auch wie in. Gibt's da bei Harry Potter diese Doktorengasse oder so? Ich hab Winkelgasse heißt das, glaube ich. Ja, ja, die Winkelgasse, und dann gibt's noch so eine Gasse, wo die dunklen Magier und so, okay, glaube ich, einkaufen. Locktorengasse oder so. Irgendwie so. Die, okay, die ganzen Filme, die kommen ja jetzt alle jeden Samstag. Hab ich gestern auch erst wieder angeguckt. Genau. Ah, die kommen heute. Gute Idee, dann habe ich gestern schon heute Abend anschauen. Gestern kam der Feuerkelch. Ich weiß nicht, ob heute was kam. Dann müssen wir mal, werde ich dann mal herausfinden nachher. Okay, ja, hier habe ich das Feld, wie gesagt, ein wenig, das heißt, wie gesagt, also ich habe das Feld hier ein wenig renoviert, sage ich mal. Jetzt haben wir hier eine Kartoffel, und ich habe ein Easter Egg gefunden. Anbau. Und ja, das Ganze wäre nur mit Hilfe des lieben werten Herrn Cedrix etwas geworden, denn Hohenstein hatte so gut wie keine Kartoffeln oder rote Beete mehr. Also, ja, der Dank geht an dich. Ist das eine Glasscheibe? Ich habe gerade ein Easter Egg gefunden, ja. Glasscheibe? Oh, ich habe da heute was probiert, aber gut. Alles klar. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Okay. Gut, ja, genau. Wenn wir dann weiter hier hinten, nach hier hinten kommen, also man sieht natürlich zum einen erstmal, dass ich die Straße ja, geklettert habe. Renoviert, gehakt. Genau. Und hier jetzt auch eine Straße entlang geht, wo man dann hinten bei der beim Stadttor rauskommt. Mhm. Und ja, genau so schaut das aus. Ja, hier ist ein kleiner Hühnerstall, da gehen wir jetzt aber lieber nicht weiter rein. Ist aber natürlich Freilandhaltung. Mhm. Denn man will den Hühnern ja nicht weiter schaden. Genau. Genau. Ja. Dann habe ich hier angefangen, jetzt heute mit dem Weg hier auch weiter auszubauen, der dann mal später an deinen Weg im Nordosten angrenzen soll. Genau. Irgendwann und, mal. Ja, genau. Dann habe ich heute noch hier hinten den Berg, wie man schön sieht. Das weiter. Ist wahrscheinlich ganz neu. Genau, das ist das Aktuellste vom Aktuellsten. Zumindest gerade, wo wir das aufnehmen. So, ein Huhn ist rausgekommen. Ja, immerhin. Und ich habe kein Bett dabei, das ist schlecht. Deswegen latsche ich mal schnell zurück. Du kannst dich ja da oben schlafen legen. Ja, ich folge dir noch mal ein bisschen. Okay, gut. So. Zack, ich glaube, ich habe das auf dem 5. Slot, oder? Ja. Wunderbar, jetzt nehme ich aber gleich mal das Bett mit. erzähl doch mal, was es mit dem Berg auf sich hat. Ja, also der Berg, also aktuell ist es nur ein Berg. Das Ganze soll später, ja, so ein bisschen das hintere Gebiet, also da wird dahinter, hinter dem Berg, ein Stadtteil später von Hohenstein entstehen, beziehungsweise ist geplant. Ja, der Berg soll das einfach noch mal ein bisschen abtrennen. Und ja, genau. Mhm. Da wird dann wahrscheinlich oben auf dem Berg vielleicht noch mal eine kleine Aussichtsplattform oder so hinkommen. Da muss ich aber mal noch schauen. Auf jeden Fall habe ich den heute ordentlich vorangebracht, wie man sieht. Das ist ein großer Berg. Großer Berg, ne? Sieht von der anderen Seite nicht so groß aus, wie man denkt, ne? Ja. Genau, wir können auch mal raufgehen, aber Achtung, bitte nicht runterfallen, das könnte, ja, tödlich eventuell enden. Ins Auge gehen. Genau, das könnte ins Auge gehen. Ja, ja. Hat man einen schönen Ausblick. Genau, so hat man Ausblick. Dann hier eine schöne Aussicht. Und kann man dann über die ganzen Dächer gucken. Genau, über die Dächer Hohensteins und auf das absolut prächtige Gebirge, auf das ich ja bis heute bekanntlich stolz bin. Ja, genau. Dann habe ich hier hinten noch ja, etwas gebaut. Und zwar soll es dieses Jahr die erste Weihnachtsbaumfällaktion geben, bei dem dann die Leute sich ihre Weihnachtsbäume fällen können. Sei es jetzt für die Wohnstube oder für die Stadt. Mhm. Ja, und das wird ein ja, gemeinsames Server-Event hier im Wendsland, wo dann ja, die Leute sich ihre Weihnachtsbäume fällen können. Und hier ist ein kleiner Getränkeverkauf, kann man so ein bisschen was kaufen, ne?
ein kleiner Sitzbereich und hier geht's dann rein. Info aber, bitte nur Bäume in den mit Holzsäulen markierten Bereich fällen. Mhm. Und ja, genau, dann kann man hier ordentlich Weihnachtsbäume fällen in diesem Gebiet. Beziehungsweise sich dann, fällen, ja. Sehr gut. Genau. Der andere Wald soll natürlich erhalten bleiben, ne? Genau, der steht unter Schutz. Unter Fichtischutz. Genau, es gibt zwar noch keine Zentrale, aber auch hier in Hohenstein waren sie schon da. Haben sie beantragt. Ihr habt da so einen Wald. Ja, genau. Aber generell hätte ich auch jetzt ausgenommen, ob die jetzt gekommen wären oder nicht, hätte ich eh geplant, den Wald da hinten erhalten zu lassen, weil es ein schöner Fichtenwald ist. Und ich möchte generell Hohenstein als Stadt später auch viel mit Natur verbundenen Stadtteilen und so gestalten. Aber das ist noch weite Zukunftsmusik. So. Kurz was essen. So. Sollte ich vielleicht wenigstens mal eine Fackel setzen. Es wäre vielleicht mal nicht ganz schlecht. Hast du noch ein paar Fackeln dabei? Wenn wir ja einmal schon sind. Vielleicht sechs Stück. Ja, vielleicht mal zwei hier noch so platzieren. Die hier hingeworfen. So, da hinten, so an der Wand, so. Hier unten liegen die. Ach so, ja. Mehr hatte ich auch nicht dabei. Genau, dann kann ich nämlich hier gerade mal noch, Moment. Bevor jetzt wieder Leute in den Kommentaren bei dir schreiben, da spawnen doch Monster dann und so, ne? Wie das nun mal ist. Ja. Genau. Jo, dann gehen wir mal hier durch. Alles ist natürlich aktuell noch durchlöchert innen drin. Ja, das kommt ja auch mit der Zeit noch. Eine Hülle, aber das werde ich dann füllen. Aber so habe ich wenigstens eine Möglichkeit gefunden, meine ganze Erde irgendwo rein zu investieren. Mhm. Achso, hier noch ein markantes Merkmal. Da hinten, ne? Das IC ist weg. Wir haben es durch ein IL abgekürzt. Genau, und da wollte ich jetzt hin. Weil da habe ich auch so ein bisschen weiter ausgebaut, beziehungsweise ja die Bahnstrecke erweitert. Und ja, das können wir ja einfach mal uns. Wie hieß denn das gleich nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, was das ausgeschrieben heißt. IL ist Abkürzung für Inlandbahn Wensland. Die Inlandbahn. Genau. Genau, wer sich jetzt hier übrigens wundert, dass hier viele Kisten nicht mehr stehen in Hohenstein, beziehungsweise hier überall so aufgeräumt ist. Heute am Samstag kommt der liebe Tomcat nach Hohenstein und da wird natürlich Ordnung gemacht. Mhm. Genau. Ich habe innen drin die Bahnstrecke, wie gesagt, etwas erweitert. Ich weiß nicht, ob wir eine Lore dabei haben oder ich hier irgendwo eine Werkbank stehen habe. Draußen, ja. Ich habe keine Lore mit. Ja, dann mache ich mal schnell zwei. Moment, zwei Stück. Aber hier in Hohenstein ist genau schon so viel Eier hier einfach mal rum wie ein Hundsgrab. Ja. Ja gut, bei dir, ja, stimmt, ist nicht so viel an Eiern, aber... Ich habe noch keine Hühnerzucht. Ja, stimmt. Bei Anni liegen die auch überall in Mooseck rum. Gut, dann würde ich sagen, einfach mal einsteigen und losfahren. So, das ist jetzt ja alles altbekannte Strecke. Die müsste schon bekannt sein. Und ja, jetzt seht ihr da hinten, da baut sich so ein Tunnel auf. Das ist der Hohensteiner Yeti-Tunnel. Yeti-Tunnel. Man vermutet auf diesem Berg mal einen Yeti gesehen zu haben, aber das ist wie gesagt alles nur eine Sage, ne? Oh, vorsichtig, da ist eine noch nicht aktiviert. Warum auch immer. So. Genau, und hier endet das Ganze dann. du kannst ja mal aussteigen am besten, weil dann können wir... Ja, ich bin gerade... Clement. Entschuldigung, wenn die Zuschauer das jetzt nicht gesehen haben. Ich musste mal ganz kurz raustappen. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Und ich muss nochmal ganz kurz raustappen. Oh. Technische Probleme. Ja, technische Probleme.
Keine Aufnahme ist perfekt, liebe Zuschauer, ihr seht es. Technische Probleme. Nee, das war nicht die Aufnahme. Warum tut's jetzt? Hä? Wo ist die Szene? Wo ist die Szene? Ich hab ja so eine leise Ahnung, aber gut. Zack. Zurück zum Spiel. Okay, gut. Hätte ja sein können, er hat wieder nicht richtig aufgenommen oder irgendwas. Ich hoffe es, dass es so ist. Also nicht so ist. Ja. Ja, und zwar habe ich weiter vorne. Oh, hier ist die Lore. Können wir gleich mal einsammeln. So. Und zwar habe ich. Sind wir immer noch im Yeti-Tunnel? Oder? Genau, wir sind immer noch im Yeti-Tunnel. Und zwar, wir müssen leider einmal ganz zurücklaufen. Und zwar, wer es hier oben vielleicht eventuell gesehen hat, wer schnell geschaut hat, gibt es hier einen Antriebsschienentunnel. Wir können ja mal runtergehen. Es war auch eine ganz schöne Arbeit, das hier alles zu bauen. Oh, hier unten ist es dunkel. Schaut lustig aus. Ja, genau. Und dann kann man dann hier jede einzelne Redstone-Fackel aktivieren, deaktivieren, so hat man halt wirklich die volle Kontrolle über die Gleise hier im Tunnel. Und ja, das war eine ganz schöne Arbeit, vor allem den ganzen Sand aufzutreiben. Da musste ich weit reisen. Okay. Ja, genau, das ist hier der kleine Tunnel. Ja, wo dann die Arbeiter natürlich nur rein dürfen, ne? Also es ist kein offizieller Tunnel, wo hier so jeden Tag tausende Menschen durchlatschen oder so. Aber ja. Genau, ich wollte es einfach noch zeigen, weil es mit dazugehört und das halt auch eine ganz schöne Arbeit war. So. Genau, gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mit der Lore am besten mal zurück in den Bahnhof. Dann können wir noch den Rest zeigen. Das ist immer noch nicht alles. Ah, der Trick läuft. Wer ist schneller? Du. Aber es scheint so, als wäre ich schneller. Ich habe ja keine Lore. Ach so, stimmt. Ja. Ja. Und hier ist ein Huhn. Das war's mit dem Huhn. So. Ich höre nur das Huhn töten. Hier ist auch noch ein Huhn. Ja gut, das hab ich, aber hatte ich das nicht benannt? Nee, dann ist das andere Huhn mir wichtig. Ich hatte ja mal ein Huhn mit via Namensschild benannt. Okay. Klein Elmo. Okay, aber gut. Dann hätte ich jetzt Klein Elmo wahrscheinlich One-Hit gebraten. Ja, genau. Aber zum Glück war er es nicht. Er ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Ja, wie ich eben schon gesagt erzählt habe, sollen um Hohenstein später einiges an Stadtteilen drumherum kommen. Und das wird noch sehr, sehr interessant. Eben auch am Ende der Bahnstrecke waren wir in so einem Tal, wo dann dahinter der Berg weitergeht. Und wenn man da dann durch ist, da ist auch ein riesiges Tal, was ich dann nutzen werde für einen weiteren Stadtteil, wo dann auch die Bahn unter anderem hält. Mhm. So, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hoch zu den Feldern. Ich habe hier nämlich zwei Felder angebaut, beziehungsweise das eine stand beim letzten Mal schon, aber das zweite hier, das hier vorne jetzt noch nicht. Und ja, die laufen hier ordentlich drüber und holen sich hier ihre Versorgung. Ne? Ja, die haben Kartoffeln gleich angebaut. Ja, auf die Hoffnung, dass hier bald es auch Vermehrung gibt in Hohenstein. Auf die Hoffnung setze ich damit. Genau. Und hier ist ein kleines Getreide- und Kornlager, beziehungsweise jetzt auch das Essenslager. Hier cool. Ist dann Getreide, rote Beete, ganz viele Weizenkörner, und so weiter und so fort. Oh ja.
gelagert. So viele Weizenkörner habe ich bei mir auch. Ja, genau. Das hat einfach nicht mehr alles in die Bäckerei reingepasst und da dachte ich, da kann ich gleich eh mal ein Essenslager aufmachen. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn man das ein riesengroßes Feld macht, so wie man das als Schlangenstein kennt, wir sind ja da immer noch nicht fertig und uns fehlt immer noch Korn. Also diese Körnchen. Und ja. Wir haben uns da mal so das Feld ausgerechnet und sind auf das Ergebnis gekommen, dass wir ungefähr 2 bis 3 Doppeltruhen Korn brauchen. Uiuiui. Okay. Also nicht noch, sondern insgesamt. Also drei Viertel ist ja das jetzt schon fertig. Aber da fehlt dann noch einiges, was noch mit Erde aufgefrischt werden muss. Ist ja noch nicht fertig. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ist noch? Ah ja, das hätten wir beinahe vergessen. und zwar habe ich hier hinten mit der Arena angefangen. Ah ja. Die hätten wir ja beinahe vergessen. Ich habe gedacht, du hast die Schifferei beendet. Nee. Die ist leider immer noch Dauerbaustelle. Aber da werde ich mich hoffentlich dann im nächsten Monat auch... Ich habe es mir zumindest vorgenommen wieder. Alte Projekte auffrischen. Das ist doch schon mal was. Genau, hier soll eine kleine Arena hinkommen, wo dann ja Festspiele oder so stattfinden können. Ob das jetzt genau in eine Richtung gehen wird, ob das jetzt PvP oder was weiß ich sein wird, das ist aktuell noch etwas unbekannt. Aber ja, mal schauen. Vielleicht haben die Zuschauer ja auch eine Idee, dann könnt ihr das gerne bei dir mal in die Kommentare jetzt schreiben. Würde ich mich zumindest riesig drüber freuen. Gebe ich dir weiter, wenn was kommt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Du siehst, ich habe hier schon angefangen. Die eine Seite ist so gut wie fertig, die andere Seite, ja. Mhm. Genau, und hier habe ich dann das Hohensteiner Banner in Form von Glas erbaut. Das soll einen Baum darstellen, für welche, die das gerade nicht erkennen. Also das Orange ist ein Baum. Ja, ich habe das dann doch nochmal so umgeändert, beziehungsweise vielleicht werde ich es nochmal anders machen, aber auf jeden Fall, ja, ich denke, man kann schon erkennen, dass das Hohensteiner Banner sein soll. Ja, kann man erkennen. Genau. Gut, dann können wir ja mal noch nach oben gehen kurz, mit die Leute auch hier das Obergeschoss sehen. Das war auch eine ganz schöne Frickelarbeit hier, mit dem ganzen Glowstone und der Tribüne hier um. Das kann ich mir vorstellen. Den ganzen Sitz. Das war ganz schön Arbeit, aber es hat geklappt, wie man sieht. Und ja, genau, hier wird man dann sitzen und mit einem schönen Ausblick auf das eigentliche Spielfeld dann nach unten schauen. Mhm. Sehr schön. Genau, was gibt's? Kommt da noch ein Dach drüber? Ja, ja, Dach kommt noch drauf, ist alles noch Baustelle. Aber ich denke, es ist auch okay, wenn wir die Baustellen zeigen. Müsste ja trotzdem geschehen, ne? Genau, hier unten werden dann später noch die Kabinen entstehen, die Spielerkabinen. Zum die Umkleiden meine ich natürlich. Und ja, genau. Ja, was natürlich jetzt auch einige vielleicht interessieren könnte, was ich mir auch so vorgenommen habe, jetzt in Zukunft im Wensland Show zu sagen, was ich jetzt so für den nächsten Monat generell hier im Wens hier in Hohenstein plane, damit die Leute vielleicht auch dann schon beim nächsten Mal sehen, aha, das und das hat er geschafft und das und das wurde umgesetzt und beziehungsweise können vielleicht auch schon Ideen schreiben. Und ja, und zwar möchte ich, wie ich am Anfang angesprochen habe, ja mehrere Stadtteile bauen und das erste Stadtviertel beziehungsweise Ortsteil, der erste Ortsteil soll dann im nächsten Monat entstehen. Ja, beziehungsweise soll damit begonnen werden. Zum anderen möchte ich, wie ich eben schon gesagt habe, die Schäferei beenden, ja, eine Weberei bauen, beziehungsweise, wie nennt sich das denn? Lederjacke? Gerber. Ein Gerber möchte ich zum anderen bauen. Das sind so die Pläne und die Dorfbewohner sollen sich hoffentlich dann endlich vermehren. Das sind so die Hauptziele und natürlich an der Arena soll es weitergehen. Mhm. Ja, mal gucken, wie viel ich davon schaffe. Ich meine, es ist ja jetzt auch wieder ein ganzer Monat Zeit, da kann man ja einiges schaffen, aber müssen wir mal schauen, ne? Mhm. Ja, genau, das war's eigentlich soweit hier aus Hohenstein.
Ich weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen? Kopfkratz? Eigentlich nicht. Nee. Wir haben alles gezeigt, genau. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Weiterreise dann zum, schätze ich mal, zum Fastgrad. Würde ich jetzt mal oder raten. Den anderen. Oder nach Mooseck, genau. Ich weiß ja nicht, wo was noch entstanden ist. Oder nach ist. Bergstetten oder so. Genau. Ja, auf jeden Fall eine gute Weiterreise. Danke. Und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Monat wieder. Wenn es dann wieder Let's Show Wensland heißt. Also mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.